Hallo, Matt. Hey, Joel. Ja, dieses Scheißpaket, das nervt mich. Wenn Joey mal wieder sächsisch redet und sowas von spuckt, dass man's richtig sieht. Hallo meine kleinen Franzis da draußen. Heute hab ich mal wieder was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar ist es diesmal mein kleiner süßer Hund. Ich hab gerade sowas von gespuckt, ey, das hat man richtig gesehen. Aber das ist jetzt nicht Thema der Sache. Im Leben. Wenn Joey die Nachteile eines Tangas erörtert. Vor allem bei Tangas ist halt mega dumm, wenn du einen Pricker im Arsch hast. Siehst du. Das ist voll kacke, oder? Wenn Joey handelt, ohne vorher nachzudenken. Sagt Tschüss zu eurem Leben. Oh, ich hab wirklich getroffen. Ja, wollte ich ja auch, ne? Wenn Joey erklärt, warum er Eos-Lippenbalsam hasst. Ich hasse Eos. Ich mag Eos einfach nicht, weil das schmeckt so gut, dass es direkt isst. Und dann ist es wieder weg. Also es bringt halt einfach nichts, weißt du? Wenn du vergisst zu atmen. Aber die Schere soll jetzt wirklich nicht Thema des Videos sein. Also würde ich sagen, lasst uns ein paar Geschenke auspacken. Woo! Mann, die scheiß Luft geht immer weg. Das ist total scheiße. Wenn du denkst, Snaken wären Blumen und dir deine Dummheit nicht eingestehen willst. Keine Ahnung, ich finde alle Blumen scheiße. Snaken sind keine Blumen. Na klar sind Snaken Blumen. Sind das, was man zu Weihnachten immer in die Emmy, du verwechselst das mit Elken. Das sind Menschen weiblich meistens. Wenn du dumm bist und immer wieder versuchst, die Seifenblasenflüssigkeit durch ein viel zu kleines Loch zu schütten. In die eine Richtung, dann in die andere. Oh, Joel. Och, Emmy, was mache ich denn jetzt? Das ist alles überall, aber nicht in der Flasche. Oh. Wenn du Wörter benutzt, die nicht mal mehr deine Oma benutzen würde. Hallo meine kleinen Franzis, heute habe ich mal wieder was ganz Besonderes im Pette. Im Pette. Wenn das viele Papier und Konfetti im Paket deine Laune extrem verschlechtern. Ich hasse Tesa, ey. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es riecht nach Sekundenkleber von Uhu. Oh nein. Weißt du, ich dachte, es wird cool. Und jetzt habe ich so einen Dreck am Haar. Och, Konfetti. Oh. Wenn du ein Profi im Vorlesen bist. Wir sind sehr froh, dass es dich gibt. Und dass wir immer irgendwann mal deine Videos entdeckt und seitdem immer geguckt haben. Ich kann nicht lesen. Wenn Joey lieber stundenlang erklärt, wie die Kamera geneigt werden soll, anstatt sie einfach selbst einzustellen. Mach einfach gerade. Ja, wie denn? Na, so, dass die Kamera gerade ist. Die ist ein bisschen zu sehr nach da. Nicht noch weiter nach da, sondern nach da. So, das ist schon wieder zu viel. Und jetzt wieder ein bisschen zu viel nach da. So, oder so. Wenn du andere Menschen extrem auf den Sack gehst. Ich könnte kacken in meinem Klo. Nee, das denkst du, oh, ich könnte kacken gehen. Dreh doch mal den Screen erstmal um. Bist du nur komplett dumm? Du gehst mir jetzt schon auf den Sack. Kein Kommentar. Vor allem, sie sagt guten Appetit. Das. Oh, da kam gerade so ein bisschen was hoch. Hat aber noch ganz gut geschmeckt. Wenn du aus Versehen fast auf den Tisch kotzt. Die hattest du nämlich auch. Doch, die hatte ich schon auf in einem Fanpost. Video. Oh, das hat sich gerade angehört, als würde ich original jetzt gleich hier auf den Tisch kotzen. Ich hasse übrigens Menschen, die original sagen. Ich boah, könnte ich immer so original, ausrasten. Original, das macht ja auch keinen Sinn. Das ist original so voll crazy. Stell dir vor, es gibt jemand, der sagt, hör doch jetzt mal einfach auf mit Softknete. Wenn du anhand von Müsli und Eos Lippenbalsam darauf schließt, dass deine Fans reiche Eltern haben und in Villen wohnen. Wow. Es ist Müsli drin. Sommermüsli. Obwohl Winter ist. Es ist einfach Eos drin für Emmy. Habt ihr irgendwie so Eltern, die so richtig reich sind und in einer Villa wohnen oder so? Wenn Joey es immer noch nicht so mit Vorlesen hat. Lieber Joey, wir sind deine größten Fans. Meine Freundin heißt eigentlich Lila. Ich heiße übrigens Lara. Hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Deine Lara und Lila. Wir sind übrigens stinkreich und haben so viel Geld, dass wir nicht wissen, wohin damit. Ich liebe Menschen, die reiche Eltern haben und in Villas wohnen. Danke für dieses Paket. Ihr seid einfach nur reich. Sag mal, let's go! Let's go! Lauter! Let's go! Bisschen enthusiastischer! Let's go! Wenn Joey über seine Fans lästert. Danke für 8 Jahre Joey's Jungle. All deine Trau dich, Joey, deine Challenges mit und ohne Emmy und all deine Videos mit Wummel. Mach einfach so weiter. 8 Jahre? Ich mache YouTube seit 2 Jahren, Leute. Und sowas nennt sich Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Joey's Sächsischer Diskussionsrunde. Hey Francis, ich bin mal wieder alleine. Ich muss jetzt darauf warten, dass meine scheiß Schwester herkommt und mir einen Hund bringt. Jetzt muss ich hier warten und warten und warten. Hab ich mir gedacht, reden wir doch heute nochmal über ein bestimmtes Thema. Wir haben ja letztens über Seife geredet. Es war sehr interessant, aber... Amen.
Die labert hier unten. Kann die nicht mal ihre scheiß Schnauze halten? Also, heute reden wir über etwa... Halt jetzt deine Schnauze! Über ein Thema, was noch nie so verbreitet im Internet erzählt wurde. Und zwar ist es die grüne Seuche. Die grüne Seuche wurde verbreitet im Jahre 1981. Dabei sind viele Menschen nicht gestorben. Aber vielleicht sterben sie mal irgendwann. So, das war's mit unserer Geschichtenrunde. Bis zum nächsten Mal! Wenn Joey mal wieder eine äußerst intelligente Idee hat. Red mal so und ich würde es sagen. Nein, du sollst sagen, wir testen jetzt das coole Wind-Up-Boot. Los! Wir testen jetzt das coole extravagante... Warum denn extravagant? Emmy, du kannst nicht irgendwas einbauen. Wenn du mal wieder unsicher bist, ob dein Mikrofon an ist. Hallo, 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 hallo. Ja, Mikrofon ist an. Ins Haus. Wenn du mal wieder deine Kameraanweisung in Icy Fire verpackst. If this is the end of town, dreh doch einfach das Display um und geh hinter die Kamera. Vor allem the end of town. Wenn du dir einen sehr kreativen Namen für deinen YouTube-Kanal ausdenkst. Viel Spaß mit dem Paket. Ich habe einen eigenen Kanal. Er heißt Marie. Wow. Sehr einfallsreich. Soll ich mal so lange wie möglich versuchen, in der Stellung zu halten? Oh nein! Au! Oh, das tat voll weh. Und ich habe mega die Pakete im Rücken stecken einfach. Also Dollar. Irgendwie nicht drehen. Ich bin... Au! Ah, ich bin kein Beyblade! Wenn du realisierst, dass du deine Fans so richtig krass ausnutzen könntest. Eigentlich... Müsstest du nie wieder einkaufen gehen? Du könntest ja auch einfach so eine Einkaufsliste. Leute, ich blende euch jetzt meine Einkaufsliste für nächste Woche ein. Ich erwarte dann ein Paket. Wenn Joey unbedingt Trockenfleisch für Hunde probieren muss. Mageres Hühnchenfleisch im Fleischanteil. Alter, das ist Trockenfleisch für Hunde. Warum soll das der Hund essen? Oh, es riecht voll eklig. Nach so ungewaschenem Genitalbereich. Oh, ich hab eins im Mund ein Stück. Sorry. Ich habe gerade ernsthaft Trockenfleisch für Hunde gegessen. Es schmeckt genauso, wie richtig ekliges Nasshundefutter riecht. Also eklig. Schnell, Happy Hippo. Aber hier haben wir eine Duschgel. Die Sana Kids Glitzerdusche mit Panthenol. Das kann man nicht essen, ne? Oh, es ist so eklig, es wird immer mehr im Mund und so. So staubig. Wenn du deinem Hund andauernd neue komische Namen gibst. Hallo, meine kleinen Mini-Freunde. Ich habe heute Quelpenelkend. Kind mitgebracht. Quellkönnelkind ist nämlich etwas ganz Besonderes im Leben. Wenn Joey die ganze Zeit so richtig dämliche Scheiße redet. Dieses Paket ist Heavy AF. Also Heavy heißt schwer, falls ihr noch nicht Englisch könnt. Dann seid ihr aber ganz schön dumm, wenn ihr das nicht wisst. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit so eine dämliche Scheiße, ey? Wenn Joey schon wieder über seine Fans herzieht. Und wir unterstützen dich, um mit deinem Hit Shadow in the Dark auf Platz 1 der deutschen Hits zu kommen. Das heißt Charts, nicht Hits. Aber ist okay. Manche Menschen können halt einfach nicht so schlau sein. Wenn du immer nervöser wirst, weil du deine Handschellen nicht mehr abbekommst. Ach, die tut so weh. Ich mach die jetzt ab. Das geht aber nicht. Helf mir mal. Och Mann, scheiße, das siehst du. Ich hab doch gesagt, es ist kaputt. Ich fühle mich gerade wie bei Titanic mit einer komischen Nase. Du brauchst jetzt eine Axt. Das haben die bei Titanic gemacht. Obwohl, nee. Wenn deine Schere so aussieht, als hätte jemand drauf gekotzt. Boah, vor allem die Schere sieht ja mal so schäbig aus, ey. Als hätte da sich jemand drauf übergeben. Können wir bitte eine andere nehmen? Nee, ist egal jetzt. Wenn du immer nur wie Lou Tasty Donut bekommst, obwohl du andere Sorten viel besser findest. Die schicken alle Tasty Donuts. Weißt du, der schmeckt nicht. Also, falls ich es essen würde. Wenn Joey seine Fans inzwischen richtig krass mobbt. Du hättest auf jeden Fall viel mehr Abos verdient. Sehe ich genauso. Ihr hättet auf jeden Fall einen Deutschunterricht verdient. Wenn deine Schwester es langsam satt hat, stundenlang deine Kamera einzustellen. Du könntest noch ein bisschen runter machen, oder? Hab ich gerade eben gemacht. Cool Piff, beruhige deine Seele. Sie ist bösartig. So aus mit der Scheiße.